Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Vitoco Live. Mein Name ist Alexander Vitoco, Life Coach aus Leidenschaft. Und unser Thema dieser Woche lautet SIP, SIP. SIP, SIP lautet unser Thema dieser Woche. Und es bedeutet ganz einfach spirituell, intellektuell und physisch. Sie, meine Damen und Herren, und ich, wir sind spirituelle Wesen. Das S steht für spirituell. Wir haben Intellekt und haben damit die Fähigkeit, intellektuell zu denken und Dinge physisch werden zu lassen. Wir können Dinge erfinden. Spirituelle Wesen heißt also gleich, wir sind geistige Wesen. Wir sind geistgesteuert. Das heißt, wenn wir Ziele erreichen wollen, wenn wir etwas physisch werden lassen wollen, etwas Neues erfinden wollen, etwas erreichen wollen, ein Ziel erreichen wollen, einen Lebenszustand erreichen wollen, vielleicht einen bestimmten Betrag an Geld, an Karriere, an Kilozahl, an Fitness, was auch immer, dann müssen wir in unserem Geist anfangen, es zu steuern, es zu leben, es zu sein, damit es auch im Außen so sein kann. Wir dürfen erst die Einstellung verändern. Das heißt, die Hauptaufgabe und wie Sie überhaupt ticken und funktionieren, ist es für Sie, Ihren Geist zu steuern. Die Kunst ist es, zu wissen, was man will und Ihren Geist zielgerichtet zu steuern. Jetzt sagen Sie vielleicht, ja, Vitoco, wenn das so einfach wäre, ja, ich habe ja schon meine Ziele und meine Wünsche und weiß, was ich will und meine Träume, aber wie komme ich da hin? Ganz einfach. Denken Sie wunschgesteuert. Denken Sie an Ihren Wunsch. Richten Sie Ihren Geist auf Ihren Wunsch aus und nicht auf die Probleme, die Sie haben. Jeder Architekt arbeitet so. Wenn alles im Leben zuerst spirituell ist und dann intellektuell verarbeitet werden darf, damit es dann physisch werden kann, dann heißt das, der Gedanke, die Idee, Ihr Ziel, Ihr Wunsch, Ihr Traum ist zuerst da. Den müssen wir zuerst mal haben. Und wenn Sie feste wissen, was Sie wollen, dann können Sie Intellektuelles verarbeiten. Dann können Sie sagen, okay, ein Architekt stellt sich vor, wie das Haus aussehen soll. Er macht vielleicht einen Plan, eine Zeichnung. Er gibt es in sein Computerprogramm ein. Er lässt eine 3D-Erscheinung daraus werden. Man kann sogar Sonnenstrahlen reinfluten lassen und sich vorstellen, wie man durch dieses Haus läuft. Er hilft uns, mit technischer Versiertheit diese Vorstellung zu kreieren und unser Bild in unserem Wunschtraum, in unserem Geist schon mal fest zu sehen. Das können Sie aber auch ohne Architekt. Sie können sich Ihr Leben auch so vorstellen, wie Sie es gerne hätten und haben möchten. Und genauso wie der Architekt können auch Sie an Ihrem Wunschbild arbeiten und immer wieder sich da reindenken, reinfühlen und natürlich fragen, was will ich, damit Sie auch das Bild kreieren, was Sie auch kreieren wollen. Und wenn Sie das tun, dann fangen Sie schon an, Ihren Geist zu steuern. Und was macht der Architekt? Er fängt an, diesen Plan umzusetzen. Er schreibt sich eine Arbeitsliste, eine Aufgabenliste und welche Gewerke es braucht und er beauftragt die richtigen Leute dafür. Warum ist es also trotzdem der Fall, dass manchmal oder vielleicht des Öfteren Menschen ihre Ziele dennoch nicht erreichen, obwohl sie die ganze Zeit an ihren Traum denken, an ihren Wunsch und nicht über Probleme und Sorgen und Zweifel nachdenken? Wenn der Architekt versuchen würde, nur sich anhand seiner Software und seines Bildes, seines kompletten Computerausdruckes, sich das Haus vorzustellen, würde es von alleine nicht gebaut werden. Es braucht Handwerker dazu, es braucht Statiker, es braucht eine richtige Berechnung, es braucht Fachmänner, Fachleute, die ihnen dabei helfen, ihr Haus ihres Wunsches zu bauen. Alleine können sie das nicht. Das Problem, was dabei entsteht, ist, sie haben jetzt ein Ziel, eine Idee, einen Traum, einen Wunsch, den sie noch niemals erreicht haben. Sie wissen nicht, wie das ist, es zu realisieren. Und wie das ist, es zu erreichen. Das ist das Thema, das ist das Problem. Also quasi ein Haus, was noch nie gebaut wurde.
Ja, wie baue ich jetzt dieses Haus? Ein anderes Haus, ja, aber dieses. Wie erreiche ich das? Fragen Sie die richtigen Leute. Versuchen Sie es nicht alleine. Versuchen Sie nicht, die Statik selber zu berechnen, nur weil Sie auch in der Schule Mathe hatten. Sondern Sie gehen automatisch zum Architekten und er beauftragt einen Statiker, und zwar einen richtig guten, einen Fachmann, damit auch ja nichts mit passiert. Sie gehen Schritt für Schritt für Schritt und bauen Ihr Haus. Die Kunst ist also, zu wissen, was Sie wollen und die richtigen Leute zu finden, von denen Sie das Gefühl haben, die Reputation, die Erfahrung, dass Sie sagen, ja, der weiß, wie es geht, der war schon mal da, der hat das schon mal gemacht oder der kann so einen Traum mich dabei unterstützen, ihn umzusetzen. Fragen Sie die richtigen Menschen um Ihren Rat. Das geht bei Ihrem persönlichen Ziel exakt genauso. Es ist immer erst ein Gedanke, geistig, spirituell. Dann müssen wir es im Intellekt verarbeiten, mit den richtigen Menschen dabei, uns das Wissen holen. Das heißt nicht, dass wir es selber wissen müssen. Wir können es gar nicht alles wissen. Und Sie fangen nicht an, Statik zu studieren und Architektur zu studieren, nur weil Sie ein Haus bauen wollen. Also holen Sie sich die richtigen Leute und dann wird Ihr Wunschtraum, Ihr Ziel automatisch am Ende physisch. Und ich helfe den Menschen jetzt in Schreib Alex durch die Beantwortung ihrer Fragen, die sie mir geschickt haben, dass ihre Träume physisch werden. Bis gleich in Schreib Alex. So, liebe Zuschauer, ich habe wieder schöne E-Mails, Fragen von Ihnen bekommen, auf die ich hier gerne eingehen möchte. Und dann gucken wir mal, was hier im Coaching bei rauskommt heute. Ich habe von einem Alexander eine schöne Frage bekommen. Was ist der wichtigste Schritt beim Erreichen einer Vision? Der Anfang? Fragezeichen. Ja, wo ist der Anfang? Was ist der Anfang, Alexander? Das ist eine gute Frage. Also was ist bei einer Vision der wichtigste Punkt, der wichtigste Schritt beim Erreichen? Eigentlich ganz simpel. Die Vision so deutlich wie möglich zu sehen. Also man könnte sagen, erstmal eine haben. Aber wenn du eine hast, dann fühl dich in sie hinein. Sei in dieser Vision. Also sei derjenige, der du sein möchtest. Tue das, was du dort in dieser Vision tun möchtest. Und habe die Dinge, die du gerne haben möchtest. Das Entscheidende ist, dass wir durch das Visualisieren uns das mal ausmalen. Das können wir auch schriftlich mal runterschreiben, fixieren. Dann müssen wir es nochmal verarbeiten im Hirn. Und dass wir uns danach da reinfühlen. Die Gefühle sind die Sprache Gottes. Also fühl dich in diese Vision. Und je öfter du das tust, diese wiederholte Verwickelung von Gefühlen, ist das, was dich zu demjenigen werden lässt. Unser Unterbewusstsein kann nicht unterscheiden zwischen Fiktion und Realität. Das heißt, in dem Moment, wo ich mich reinfühle, ist das für mein Unterbewusstsein so. Dann bin ich das, dann habe ich das, dann tue ich das gefühlt. Und das ist das Entscheidende. Und je mehr du da drin bist, desto mehr wirst du zu demjenigen und schwingst entsprechend auch für den Rest des Tages auf dieser Frequenz, wie derjenige, der da schon ist, wie du, der da schon ist. Und insofern wirst du automatisch immer mehr im Außen, also wird im Außen auch immer mehr die Umstände sich daran anpassen und du wirst derjenige sein. Für mich, zu meiner Vision, gehört es immer schon, eine eigene Fernsehsendung zu haben. Aber ich habe es dem Universum offen gelassen, wann es mir und wo und wie mir diese Fernsehsendung bringt. Aber ich wusste, dass es sie mir bringt. Und nun sitze ich hier und rede in die Kamera. Okay. Das Einzige, was dich, lieber Alexander, zurückhalten kann von dieser Vision, sind deine eigenen Zweifel. Dass du daran zweifelst, dass du deinen Fokus, anstatt auf deine Vision, auf diesen Film, wie ich immer so schön sage, zu lenken, auf deine Zweifel lenkst, auf dieses Ja, aber was ist wenn, was kann ich noch tun? Also du brauchst gar nicht so verkrampfter hinterher zu sein, sondern eher so dieses beruhigte, relaxte, in Gewissheit, dat küt, wie wir in Köln so schön sagen. Es kommt. Es wird. Und diese Gewissheit, diese Gelassenheit, die kriegst du dadurch, dass du dich darin sehen und fühlen kannst, dass du schon weißt, dass du es bist, damit du im Außen dazu werden kannst. Die nächste Frage ist eine etwas längere Vorgeschichte dabei. Ich habe mich trotzdem dazu entschieden, sie vorzulesen, damit es leichter verständlich ist.
von der Katharina. Sie schreibt: Hallo Alex, wenn ich dir eine Frage stellen dürfte, wäre das folgende. Tust du ja jetzt. Ich arbeite seit 14 Jahren in meinem Job und 10 Jahre davon selbstständig. Das Unternehmen ist marktführend und ich bin wirklich erfolgreich in dem, was ich hier tue, ohne mich selbst loben zu wollen, aber die Kundenfrequenz spricht für sich. Nun habe ich diese Arbeit auch immer mit großer Leidenschaft ausgeführt, dieses Gefühl im Herzen, dass diese Tätigkeit genau mein Ding ist. Also war eigentlich alles so, wie es sein sollte und sich richtig angefühlt hat. Doch seit einem Jahr habe ich das Gefühl, nicht mehr das Richtige zu tun. Das mag jetzt komisch klingen, denn wirtschaftlich geht es mir bombig und wie gesagt, der Laden läuft. Ich habe einen super Ruf und weiß, dass ich auf meinem Gebiet anderen fachlich weit überlegen bin. Und trotzdem fühle ich keine Leidenschaft mehr, als wenn ein Feuer in mir ausgegangen ist. Ich habe das Gefühl, als wenn ich in mir drin gegen mich handle, wenn ich weitermache, als wäre nichts. Ich habe keine Freude mehr, auf die Arbeit zu fahren. Das ist schwer zu beschreiben und klingt komisch, aber wie gesagt, äußerlich ist alles super, nur in mir drin stimmt was nicht mehr. Wenn ich zu mir sage, okay, dann machst du eben noch mal ganz was Neues, vielleicht sogar noch einmal eine Ausbildung, egal, Hauptsache was Neues, dann fühle ich Freude und Erleichterung. Innerlich ist es so, als könne ich es gar nicht erwarten, hier die Türen zu schließen. Und spätestens dann meldet sich der Verstand und sagt, bist du wahnsinnig? Eine gute wirtschaftliche Situation für etwas aufzugeben, was völlig ungewiss ist, zumal ich ja noch nicht einmal weiß, was ich Neues machen könnte. Denn ich war immer der Überzeugung, dass dieser Job hier meine Berufung wäre, so viel Leidenschaft, wie ich dafür empfand. Ich bin gerade völlig orientierungslos, verwirrt und hin und her gerissen. Höre ich aufs Herz und gebe dafür jede Sicherheit auf, um einen ungewissen Weg zu gehen? Mein Kopf sagt, bleib da, wo du bist. Da weißt du, was du hast und wer du bist. Mein Innerstes schreit, nein, die Zeit hier ist zu Ende und fordert mich auf, mit verbundenen Augen über eine Schlucht zu gehen. Das mag vielleicht alles komisch klingen, aber langsam zerreißt es mich und ich frage mich, was soll ich tun? Liebe Grüße, Katharina. Also, liebe Katharina, erstmal kann ich sehr gut nachvollziehen, wo du gerade drin steckst. Du steckst nämlich in deiner Exzellenzzone. Wir leben in 4 Zonen. Wer schon mal bei mir auf einem bestimmten Seminar war, der kann das nachvollziehen, der hört das von mir immer wieder. Das machen wir im SGR Intense. Wir leben in 4 Zonen und das eine ist deine Inkompetenzzone, deine Kompetenzzone, deine Exzellenzzone und deine Geniezone. Inkompetenz ist das, wo du eben, was du nicht kannst, wo du nicht gut drin bist, hast auch keinen Bock drauf, am liebsten magst du damit gar nichts zu tun haben. So, das können alle möglichen Dinge sein. Deine Kompetenzzone ist das, was du wohl kannst. Da bist du so eher schlecht als recht. Ja? Also es gibt etliche Leute, die es besser können, die auch mehr Leidenschaft da drin haben. Es macht dir auch so nicht wirklich Spaß, aber du tust es halt einfach. Ja? Das kann meinetwegen die Spülmaschine ausräumen sein. So, es gehört halt einfach so dazu. Das lassen wir so über uns ergehen. Und wir sind nicht die Besten darin, wir sind so, ne, Schulnote irgendwo in der Mitte. Die Exzellenzzone ist die gefährlichste. Weil das ist genau das, was du hier uns beschreibst, Katharina. Du bist exzellent darin, du hast einen super Ruf, dir geht es bombastisch nach außen betrachtet oder von außen betrachtet. Und dein Umfeld würde sagen, bist du eigentlich bescheuert, das überhaupt jemals sein zu lassen. Aber du brennst nicht mehr dafür. Und das ist genau das, worum es geht in der Geniezone. Das zu tun, wofür du brennst. Deine Leidenschaft zu leben. Wir nennen das Selbstverwirklichung heutzutage. Und die Schwierigkeit ist es eben, diese Exzellenzzone zu verlassen und in die Geniezone einzutreten. Und mein Rat da in dieser Richtung ist immer, mach es langsam. Also was macht dir Spaß? Vergiss mal Job. Also erstmal bleib da erstmal und mach das im Hier und Jetzt weiter. Aber in der Gewissheit, dass du gerade dich wandelst von aus der Exzellenzzone raus, du rauswächst in die Geniezone. Lass dir Zeit, gib dir Zeit, rauszuwachsen. Okay? Also dieser klassische Break-Abbruch muss nicht sein. Es gibt Situationen bei Menschen, da macht das Sinn, da ist das auch angesagt, ja, in dem Moment. Sehe ich bei dir jetzt aber nach dem, was ich hier lese, nicht, ohne jetzt deine komplette Geschichte zu kennen. Sondern sei dir einfach gewiss, dass du irgendwann in deinem Genie etwas anderes machen wirst, in deiner Leidenschaft. Und in der Zwischenzeit konzentriere dich in jedem Moment darauf, was macht dir Spaß? Was hättest du gerne? Ich hatte mal einen Coachee, die saß im Seminar und sagte, tanzen, das ist ihre Leidenschaft, aber wie soll ich denn damit Geld verdienen? Ja, sie war Ende 60. Dann sage ich, es geht nicht um Geld verdienen. Es geht auch bei dir nicht um Job. Es geht um Leidenschaft. Okay? Wenn es um Job ginge, würdest du da jetzt bleiben. Also es geht nicht um Geld.
und um Sicherheit. Es geht um Leidenschaft. Also, was macht dir Spaß? Wenn es Tanzen ist, dann tanze. Und zwar jeden Tag. Ich habe mit diesem anderen Coach, haben wir das so gemacht, sie hat ihr Wohnzimmer umgeräumt, hat den Parkettboden wieder rausgekehrt, ja, also den Teppich weggerollt, die Möbel an die Seite gestellt, sodass sie Platz hatte und einfach nur die Musik andrehen musste und tanzte jeden Tag. Neben ihrem Job, vor ihrem Job, nach ihrem Job, der ihr so viel Akku gezogen hat. Aber es war eine Übergangsphase. Eine Viertelstunde, die Zeit kannst du dir nehmen, um zu tanzen. Was auch immer deine Leidenschaft ist. Also trenn das mal von Beruf und ich muss da irgendwie Geld mit verdienen, mein Auskommen oder noch mehr, sondern erstmal geht es nur um den Spaßfaktor, um die Leidenschaft zu finden. Und du wirst merken, wenn du dich immer wieder fragst, was will ich jetzt? Ich erinnere immer wieder, das sind unsere VIP-Bändchen, ja? Unsere Bändchen, was will ich? Ja? Was will ich? Steht hier drauf. Frag dich das, immer wieder. Und wenn du dann jetzt eine Tasse Kaffee willst, dann hol dir jetzt eine Tasse Kaffee. Entscheid das für dich. Ja, wenn du sagst, ich möchte gerne mal Basketball spielen, dann geh Basketball spielen. Ja, ich möchte mal gerne Fallschirmsprung machen, dann mach einen Fallschirmsprung. Lebe deine Leidenschaft in dem Moment. Das kann jedes Mal was anderes sein. Und über diese ständige Fragerei im Kleinen kommst du auf das Große. Das wird dir gebracht werden, wenn du anfängst, dich damit zu beschäftigen. Fokus. Während du am Alltag das tust, was getan werden muss. Exzellenzzone. Okay? Du kommst automatisch dahin. Gut. Herzlichen Dank für diese tollen Fragen, ihr Lieben. Wenn auch Sie, liebe Zuschauer, Fragen an mich haben, trauen Sie sich, fragen Sie mich einfach. Sie sehen, das sind die unterschiedlichsten Situationen und Anfragen, die hier kommen. Ich freue mich drauf. Schreiben Sie einfach an schreibalex@alexandervitocco.de. Und ganz besonders freue ich mich jetzt auf meinen Studiogast im Gespräch mit Alex. Im Gespräch mit Alex begrüße ich heute Abend die Martina Kurz. Liebe Martina, schön, dass du da bist, dass du bei uns bist. Ja, hallo Alex, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Du hast eine gute Fahrt hierher gehabt. Ja, wunderbar, alles aus perfekt. Aus München, aus der schönen Stadt Bayerns. Jawohl, direkt aus München. Hast du das passende Kleid dazu an? Du, ich habe gedacht, also wenn schon aus München, dann muss ich auch traditionell hier erscheinen. Ne? Repräsentieren. Ja, ganz okay. Genau. Cool. Was machst du? Magst du den Zuschauern gerade erzählen, was du machst? Oder wo, sagen wir mal anders, wie wir uns kennengelernt haben? Das ist vielleicht einfacher. Wo ich stand, als wir uns kennengelernt haben. Genau, das meinte ich. Dankeschön. Gut. Habe ich gewusst, haben wir vorher abgesprochen. Genau. Also als wir uns kennengelernt haben, da war gerade einer meiner Hauptkunden weggebrochen. Ich muss dazu sagen, ich bin selbstständig, bin als Moderatorin, TV-Expertin und Kleinerstellerin tätig. Und einer meiner Hauptkunden war, wie gesagt, weg. Das war schon mal die berufliche Seite, wo ich dachte, Wahnsinn, was soll das jetzt? Dann ging es mir auch privat nicht so wirklich gut. Ich war gerade seit einem halben, dreiviertel Jahr, glaube ich, noch nicht mal, mit einem Mann in eine gemeinsame Wohnung eingezogen. Wir hatten alles eingerichtet. Es war alles klasse. Mhm. Ich fühlte mich an dem Ort auch wohl, in der Wohnung ebenfalls. Aber merkte jetzt dadurch, dass ich mehr Zeit hatte auf einmal, das ist nicht so das Richtige. Das ist es nicht. Und also es mich jetzt fast zerrissen. Ich habe gedacht, ich weiß nicht, wie komme ich aus dieser Nummer hier irgendwie wieder raus? Da stand ich damals. Da standst du damals. So, und dann bist du auf ein Webinar gestoßen von mir und hast das gehört oder miterlebt. Ja, richtig. Ich habe dich im Webinar erlebt und habe gedacht, wow. Zigmal, du hast Dinge angesprochen, wo ich mich wirklich persönlich abgeholt fühlte. Ich hatte das Gefühl, du kennst meine Geschichte und redest nur mit mir. Mhm. War einfach so. Ja, dann hat's gewirkt auf jeden Fall. Es hat perfekt gewirkt. Das ist immer das Ziel. Das ist wie bei einer Liveband, wo jeder Zuschauer von den Tausenden im Stadion stehen, das Gefühl haben, der singt und spielt nur für mich. Genau, doch, hat wunderbar funktioniert. Gut, wenn ich das recht erinnere, hatten wir dann in dem Webinar abends, hatte ich so ein Einzelcoaching verlost. Ne? Richtig. So 15 Minuten unverbindliches Gespräch mal. Ja. Genau, und du hast das gewonnen. Ich war die glückliche Gewinnerin, genau. Hab mich gefreut wie ein kleiner Schneekönig und wir haben dann ein paar Tage danach auch telefoniert gleich. Genau. Und da hast du mir also wirklich so ein paar Wahrheiten über mich ins Gesicht gesagt, wo ich erstmal tief geschluckt habe und habe gedacht so, was sagt der mir denn jetzt hier eigentlich? Aber habe darüber nachgedacht und habe gedacht, ja, du hast vollkommen recht. Das ist wohl so, wie du das sagst. Und du hast mir damals angeboten, mich zu coachen und hast gesagt, und da habe ich zu dir gesagt, ja, aber wie, ich verdiene jetzt gerade viel weniger Geld als vorher, weil hey, das war mein Hauptkunde,
Da hast du gesagt, ja, aber bist du es dir wert? Mhm. Dann investier in dich. Und das hat mir zu denken gegeben, echt. Mhm. Ich kann mich an die Story mit dem Auto erinnern. Ne? Ja, so. Genau. Darf ich das erwähnen? Ja, natürlich, ja? Auf jeden Fall. Also ohne Zahlen zu nennen, Martina hat so schön mir gesagt, meine Frage war, was ist dir das Coaching wert? Ja, so kamen wir da drauf. Genau. Und dann hat sie mir einen Betrag gesagt und dann habe ich nur gefragt, sag mal, wie viel ist denn dein Auto eigentlich wert? Ja? Und dann war das X-Fache und dann siehst du, genau das ist dein Problem. Ja? Du hebst dein Auto das X-Fache über dich, ja? Das war irgendwie das L-Fache oder so. Ja. Und dann, als du dir selber wert bist, das ist genau das Problem. Ja? Wir nehmen Hunderttausende von Schweizer Franken oder Euros auf, um ein Haus zu finanzieren, unser Leben lang abzubezahlen mit Zinsen an die Bank, wie wahnsinnig. Ja? Oder ein Auto zu kaufen. Natürlich nicht ein Leben lang, aber so, aber sind es dann, ne, wie viel sind wir uns selber wert? Das ist ein entscheidender Punkt. So. Naja, und das habe ich dir dann so vom Koffer geknallt. Ja, das hast du mir aber sowas von um die Ohren gehauen. Boah, da habe ich gedacht, das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Wie redet der Mann mit mir? So hat mit mir noch niemand geredet. Ja. Aber das hat wirklich gewirkt. Also muss ich sagen, weil das ist reingegangen. Das konnte ich nachvollziehen, weil ich noch nie wirklich so bewusst in mich investiert hatte. Mhm. Ne? Da habe ich mir auch nie Gedanken drum gemacht. Wir denken alle nicht drüber nach. Nee. So wirklich, man Auto kauft man halt einfach. Das wollte ich sagen. Alles andere ist logisch, ist notwendig. Wie du sagst, Auto kaufst du, Auto versicherst du, für die Wohnung kaufst du das, was du brauchst und. Aber für uns selber, nur das, was man halt so braucht. Ne? Also es war hart, aber herzlich. Aber absolut. Es war wirklich, du sagst es, hart, aber herzlich. Ja, ich will das nur mal, nicht, dass die Leute, die Zuschauer denken, so um Gottes Willen, Nee, also das fand ich ja gerade so gut, weil du hast mir das also so ganz direkt gesagt. Und ich kann nur sagen, das ist das Beste, was einem, wenn man gerade so in so einer, so einer verirrten Phase steckt, passieren kann, wenn einem einer wirklich sowas direkt sagt, weil dann schreckst du ein bisschen auf, dann hörst du zu. Ja, sonst hätte ich dir gar nicht zugehört, wenn du zu mir gesagt hättest, so ganz soft, du müsstest mal hingucken und könntest vielleicht und so. Nee, das wäre nicht angekommen. Also das war genau die richtige Art, um jemanden da echt aufzurütteln und bewusst zu machen, hey, denk mal drüber nach. Also wie der beste Freund, der dann als einziger noch übrig bleibt und sich traut, in der bestimmten Situation die Wahrheit vom Kopf zu knallen. Ne? Genau. So. Okay, dann hast du dann das Wagnis auf dich genommen und hast dann etwas mehr in dich investiert. So, was ist dann passiert bei dir? Also, oder wie hast du es empfunden? Sehr zwiegespalten habe ich es empfunden. Also, weil ich dachte, ich hatte in unseren Gesprächen häufig das Gefühl, da ist eine Blockade in mir. Und habe gemerkt, dass ich selber oder mein Inneres über diese Blockade überhaupt nicht drüber weg wollte. Also ich habe mich richtig selbst ausgebremst und blockiert. Und da hatten wir ja in dem Dialog manches Mal, also auch wirklich einen richtigen Dialog, wo du dann zu mir gesagt hast, ey, hallo, nimm dich nicht so wichtig oder jammer nicht, beklag dich nicht. Und ich so, ich beklag mich überhaupt nicht. Und du, doch, die ganze Zeit. Mhm. Und aber wirklich, da habe ich gesagt, wie redet der Mann mit mir? Was sagt der mir hier alles? Und dann habe ich darüber nachgedacht und habe gesagt, du hast recht, tatsächlich. Das war mir überhaupt nicht bewusst, dass ich mir wirklich leid tue, ich mich beklage und mich selbst echt selbst blockiere und selbst ausbremse. Mhm. Und dann hast du mir, also wirklich nachdem ich es eingesehen habe, ich habe auch geheult, ich weiß es noch ganz genau, kannst du dich entsinnen? Mhm. Am Telefon und mir liefen die Tränen und ich habe Rotz und Wasser geheult. Und da hast du gesagt, ist okay, lass es raus, ist alles gut. Also ich habe da wirklich Höhen und Tiefen durchlaufen in unseren Gesprächen und bin aber jedes Mal rausgegangen, immer mit einer Aufgabe bis zu unserem nächsten Gespräch, die ich auch echt effektiv durchgeführt habe. Du hast mir immer was gesagt, pass auf, jetzt machst du mal das und das und das. Und ich habe gemerkt, dass mich das immer weiterbringt. Also diese Blockaden, die ich selber hatte, die wurden immer geringer, immer softer, immer weicher. Und ich schaffe es alleine, dann über diese Blockaden drüber wegzukommen, auch außerhalb da unseres Gespräches. Man könnte sagen, wir haben dein Ego gebrochen. Ne? So, könnte man, also könnte dein man wahres sagen. Ich durfte dann erkennen, dass das Ego da eigentlich im Weg steht. Im Weg steht, Genau, ja. Das waren so diese Blockaden. Ja, ne? Wahrscheinlich. Genau. Da gilt es dann so, dass so,
dem Ego zu sagen, dass es jetzt langsam aber sicher mal gehen darf. Ich würde sagen, du hast die perfekte Art. Ich denke mal, du fühlst dich da so in die Menschen ein, wie sie es brauchen. Und ich bin da eine etwas härtere Nuss. Du hast es härter gebraucht. Ich habe das wirklich so direkt gebraucht. Ja. Und du hast mir das also so perfekt geliefert. Wunderbar, schönen Dank. Schön, jetzt haben wir das erfolgreich hinter uns gebracht. Ja, ne? Genau. Und was hat sich dann alles verändert in deinem Leben? Du hast eingangs gesagt, dass du in einer anderen Stadt gewohnt hast, mit einem Mann zusammengezogen bist, wo du gemerkt hast, das ist es nicht, dein Job ist dir weggebrochen oder dein größter Kunde. Ja. Wie hat sich das dann, was hat sich dann verändert, nachdem dein Ego dir nicht mehr im Weg stand? Oh, das hat sich ganz positiv so verändert, dass ich also für mich positiv, dass ich also nach wenigen Monaten einfach für mich die Freiheit gewonnen hatte, mit meinem damaligen Lebensgefährten zu sprechen und ihm ganz ehrlich zu sagen, du, Entschuldigung, ich weiß, es ist nicht fein, aber es wäre auch unfair, die Beziehung weiter aufrechtzuerhalten, wo ich gemerkt habe, du, Entschuldigung, es ist es nicht. Ja. Weil es ist dein Leben, es ist mein Leben und jeder von uns hat das Recht darauf, jede Zeit, jede Gelegenheit oder jede Zeit für sich zu nutzen. Ja. Und es war zwar auch ein schwieriger Prozess dann, ein Lösungsprozess natürlich, aber ich habe es geschafft, aus der Beziehung rauszugehen. Also bitte nicht falsch zu verstehen, weil das ist ja auch nicht immer positiv, aber es war in dem Moment für beide positiv, weil auch für ihn, aber das ist eine andere Geschichte. Mhm. Wir haben es auch gut geschafft, die Wohnung schnell wieder, dass die weitervermietet wurde und viele Möbel übernommen wurden. Also alles Probleme, die sich mir damals noch nicht erschlossen haben, wo ich gedacht habe, boah, das geht gar nicht. Es ging. So, und ich bin dann nach München gezogen, hatte ganz einfach eine Wohnung. Jeder hat zu mir gesagt, in München findest du keine Wohnung. Mhm. Und da habe ich gesagt, da ich ja von dir gecoacht worden bin, ja, wenn das bei anderen so ist, mag das möglich sein, aber das muss ja nicht für mich zutreffen. Mhm. Und siehe da, mich rief eine Frau an, ich hatte das im Internet auf einem Portal gepostet, mich rief eine Frau an und sagte, ja, Frau Kurz, ich habe gelesen, Sie suchen eine Wohnung in München. Ich hätte da eine, ich möchte da raus, wie sieht das aus, möchten Sie sich die angucken? Ja, ich sage, ich bin gerade in München, war auch den Tag da. Ich sage, haben Sie morgen Zeit? Ja, habe ich, gut, alles klar. Ich dorthin, mir die Wohnung angeguckt, habe gesagt, gut, die Wohnung möchte ich haben, habe mich nirgendwo weiter beworben, habe die Wohnung bekommen. Und du hast einen neuen Lebensgefährten gefunden. Ich habe einen neuen Lebensgefährten. Und einen neuen Job. Die Liebe meines Lebens und einen neuen Job. Mein Gott. Und das alles in kürzester Zeit. Das waren irgendwie 3 Monate oder was? Alles so. Ja, na gut, das mit dem Lebensgefährten hat dann ein bisschen länger gedauert. Da sollte man sich auch ein bisschen mehr Zeit lassen. Ja, ist okay. Aber ja, das mit der Wohnung und dem Job, das hat sich innerhalb der nächsten 3 Monate hat sich das aufgetan. Ja. Vielen lieben Dank für diesen kurzen, aber intensiven Einblick. Das ist ja wirklich das Leben einmal komplett von rechts auf links gekrempelt, absolut, kann man sagen. Absolut, ja. Und Sie sehen, liebe Zuschauer, wie schnell das gehen kann, wenn man mal das Ego bricht, ja, wenn man erstmal erkennen darf, was einem im Weg steht und dann noch die Hilfe dabei hat, die Unterstützung dazu, diese Blockade auch dann eben ja, abzubauen, wie man so schön sagt. Wie schnell das dann in den Flow gehen kann, dass es dann doch irgendwie der wunderschöne, genauso wie wir es gerne hätten, sein darf. Und so wird es auch kommen. Also, vielen lieben Dank, dass du bei uns warst. Danke, dass ich bei dir sein durfte. Von Herzen. Und Sie, liebe Zuschauer, ich kann Sie nur animieren, auch hier wieder ein schönes, praktisches Beispiel, ein lebendiges Erfolgsbeispiel aus dem Leben, wie man glücklich werden kann, glücklicher werden kann. Egal, wo Sie drinstecken, es lohnt sich immer, einfach uns zu schreiben an schreibalex@alexandervitocco.de, Stichwort Coaching, und nutzen Sie es und lassen Sie sich unterstützen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Wir sehen uns nächste Woche Donnerstag um die gleiche Zeit wieder. Und Sie dürfen sich jetzt noch auf den täglichen Gruß freuen. Täglich Gruß Alex. Bis nächste Woche. Schönen Abend noch. Tschüss. Hallo, mein Mentor Jack Canfield hat einmal gesagt, ohne Feedback kein Wachstum. Feedback gleichzusetzen mit Kritik ist etwas, was wir super für uns nutzen können. Es ist ein super Tool, wo Freunde oder andere uns sagen, was wir noch verbessern können, was ihnen aufgefallen ist. Wenn man uns kritisiert, dann haben wir oft das Problem, dass wir eingeschnappt sind, dass wir zu emotional reagieren. Wir hören gar nicht darauf, was er uns eigentlich sagt, im Sinne von konstruktiv, von Vorwärtsdenken, was man verbessern kann, sondern wir achten eigentlich nur noch darauf,
ey, du willst mich kritisieren, mich verbessern? Ja, so, mach doch erstmal selber besser und so weiter. Das ist aber genau falsch. Feedback ist ein großartiges Tool. Ohne Feedback kein Wachstum. Willst du weiterkommen? Dann achte drauf, zwischen den Zeilen vielleicht, was derjenige dir wirklich sagt. Was kannst du wirklich verbessern? Was ist so, was kannst du machen? Viele Dinge kriegen wir gar nicht mit in unserem Tun. Die meisten Dinge, die ich gelernt habe, war, wenn ich Feedbacks bekommen habe. Immer dann, Dinge, die fallen dir überhaupt nicht auf. Da kann man drauf achten. Es ist ein leichtes, darauf zu achten, wenn man es weiß. Achte mal beim nächsten Mal nicht auf die Emotionen und ob derjenige das gut oder böse meint oder sonst irgendwie, sondern, wenn es ehrlich gemeint ist, auf das, was er sagt. Versuch dich zu verbessern, versuch zu wachsen. In diesem Sinne, einen wachstumsreichen Tag.